Hallo, wir sind im Hafen von Jesfair am Nordkap und ich möchte euch ein bisschen was zum Thema Heilbuttangeln erklären, beziehungsweise genauer gesagt zum Material, was man dazu benötigt. Im Hintergrund haben wir ein bisschen was aufgebaut, Rutenrollen, dann verschiedene Köder, Landungshilfen und Gerätschaften, die uns halt beim Drillen ein bisschen helfen sollen. Ich denke, ich fange einfach mal mit dem Thema Ruten an. Es gibt so eine Glaubensfrage zwischen beringten Ruten und Inliner-Ruten und wir nehmen einfach mal beide in die Hand und schauen mal, was eigentlich der Unterschied ist. Das hier ist eine klassische Inliner-Rute. Was ist bei so einer Inliner-Rute das Besondere? Zum einen, wie man hier ganz gut sehen kann, denke ich, dass die Schnur in den Blank hineinläuft, durch den ganzen Blank durchläuft und am Ende hier vorne wieder rausgeht. Was hat das für einen Vorteil? Na gut, der eine Vorteil liegt, glaube ich, auf der Hand. Wir haben keine Ringe. Das heißt, es kann sich auch nichts verheddern. Und der zweite Vorteil ist, dass die Rute eine sehr gute Aktion hat im Drill und wirklich über den ganzen Blank arbeitet. Das ist so jetzt die Inliner. Alternativ dazu, das, was, glaube ich, jeder kennt, das ist jetzt eine beringte Rute. Da muss man darauf achten, dass man eine Multirollen geeignete Beringung nimmt. Das heißt eine, die relativ eng zusammenliegt hier oben, sieht man ganz gut, glaube ich. Und ja, was ist der Vorteil davon? Viele sagen, im Winter kann nichts vereisen, obwohl wir das bis jetzt noch nicht festgestellt haben. Und fühlen sich einfach auch mit dieser Schnurführung etwas wohler. Funktioniert natürlich auch, ganz klar. Hat den Nachteil, dass man sich eben verheddern kann und dass die Aktion ja meistens eher ein bisschen spitzenorientiert ist. Okay, wo wir gleich hier sind, gucken wir uns mal Rollen an. Welche Rollen kann man zum Heilbuttangeln benutzen? Das ist jetzt eine, das ist jetzt hier eine Evett JX. Ja? Und wenn man mal als Vergleich so meine Hand nimmt, dann kann man sehen, so groß ist die gar nicht. Ja? Früher war es oft so, dass gesagt wurde, zum Heilbuttangeln braucht man ein wahnsinnig großes Gerät. Und es wurden so Naturköderrollen, vielleicht sogar mit zwei Gängen angeboten, die dann also so, ja, so eine Dimension hatten. Was aus unserer Sicht völlig überdimensioniert ist. Also hier hat man jetzt einfach mal eine Evett und angebracht an dieser Evett zusätzlich ist eine Führung, wo wir uns einklippen können. Warum wir das machen, zeige ich später. Das haben wir zusätzlich angebracht. In der letzten Zeit ist sehr viel gesprochen worden oder wird sehr viel gesprochen über zwei Rollen und zwar oder zwei Rollenfirmen und zwar einmal über Maxxell und Jigging Master. Ja. Und man sieht, die beiden Rollen sind ungefähr, in dem Fall haben sie eine ähnliche Größe, die Maxxell ist sogar noch eine Nummer kleiner. Beide sind hervorragende Rollen für die Norwegen-Angelei und sicherlich beide im High-End-Bereich angegliedert. Wenn wir uns jetzt mal die Maxxell nehmen, in dem Fall also das kleinere Modell, gibt natürlich auch kleinere Modelle von Jigging Master, aber bleiben wir mal bei der Maxxell. Jetzt habe ich mich irgendwie eingefangen. Auch das gehört wohl zum Film dazu. So, hier kann man sehr schön sehen, wieder mal der Größenvergleich, wie klein so eine Rolle eigentlich sein kann, um auf Heilbutt zu angeln. Hervorragend in der Gewichtsverteilung, wenn man also den ganzen Tag angelt und man sich halt überlegt, dass man jetzt so eine Rolle wirklich, also so eine Combo, sehr, sehr leicht führen kann, weil sie überhaupt kein Gewicht letztlich hat, dann ist das natürlich eine richtig feine Sache. Bei der Rolle hier handelt es sich auch um die Gunnorge Edition. Auch bei dieser Rolle ist es so, dass wir zusätzlich hier die Möglichkeit haben, uns einzuklinken, um im Drill eine bessere Kraftverteilung zu haben und auch aus dem Rücken
und aus dem Oberkörper Kraft auf die Rute raufzubringen. Der große Vorteil hier. Und auch sehr wichtig für die Halbbootangelei, eine Eingangrolle reicht hier völlig aus. Warum? Weil die Butte sind so groß, dass man durch Pumpen die letztlich nur an die Oberfläche kriegen kann. Und wenn man pumpen muss, dann erübrigt sich eigentlich der zweite höhere Gang oder auch eben beim Naturköderangeln der kleinere Gang, weil man hier mit sowas absolut im sicheren Bereich ist. Kein zusätzliches Teil hat, was kaputt gehen kann und auch noch Geld spart. Daher kompakte Bauweise, Eingangrolle, das ist das, was man empfehlen kann. Okay. So. Die letzte Fraktion, die ein bisschen fehlt, die wir noch vergessen hatten oder noch nicht aufgeführt hatten, ist die klassische Stationärrolle. Wenn man auf Halbboot angelt, dann angelt man auf richtig große Fische. Und der Zielfisch kann ja hier auch über 300 Kilo schwer werden. Also braucht man auch stabiles Gerät. In dem Fall haben wir jetzt hier eine Stella 8000. Warum eine solche Rolle? Viele Kollegen sagen, dass sie sich einfach besser fühlen dabei, weil sie es gewohnt sind, vom Angeln im Süßwasser so zu angeln. Und man muss halt dabei beachten, warum also so eine teure Kombo. Man muss dabei beachten, dass, wie man hier sehr schön sehen kann, die Kraft hier umgelenkt wird. Also nicht wie bei der Multi direkt, wie so bei so einer Walze aufgerollt wird, sondern hier muss die Kraft umgelenkt werden. Dementsprechend entstehen hier massiv höhere Kräfte auf so einem Gerät und darum muss es sehr hochwertig sein. Also wenn man sowas macht, dann sollte man wirklich hochwertiges Gerät nehmen oder eben so wie wir als Standardlösung tatsächlich auf eine Multirolle zugreifen. Eine Sache erklären, die wir oft gefragt werden, rechts und links. Ja? Also hier haben wir jetzt mal sozusagen den Kurbelgriff auf der anderen Seite, eben ganz anders als bei den anderen Multirollen. Und die Frage ist, wo kommt das eigentlich her? Also das ist jetzt eine angepasste Rolle auf die Geschmäcker von vielen, die es eben von der Stationärrolle kennen, die eben mit der linken Hand kurbeln und mit der rechten Hand pumpen. Und den Ursprung hat das aber, und dann nehme ich jetzt nochmal die andere. So eine Multirollen wurden sehr viel auf Schiffen eingesetzt, also im Süden, wenn man zum Beispiel mit Kampfstuhl geangelt hat. Ja, und da war das dann halt so, dass man diese Rolle eben in der Führung hat, also die Rute meine ich, in der Führung hat, und man letztlich die gar nicht festhalten muss, sondern die meiste Kraft hat man tatsächlich benötigt, um zu kurbeln. Und deswegen war halt der rechte Arm, der in der Regel am meisten Kraft hat, der benötigt wurde, um zu kurbeln. Und der linke Arm war eher zur Führung der Rute gedacht. Und trotzdem angeln heute sehr viele Leute auch in Norwegen weiterhin auf rechts. Und warum ist das so? Ganz einfach, ganz viele Leute, so wie ich zum Beispiel auch, sagen, sie haben einfach ein besseres motorisches Gefühl mit der rechten Hand und können besser kurbeln und können besser hier die Bremsen einstellen und deswegen vertrauen sie eben ihrer rechten Hand, auch wenn der linke Arm vielleicht etwas schwächer ist beim Pumpen. Das vielleicht nochmal so als Klärung, was eigentlich Rechtshand und Linkshandrolle bedeutet und wo das herkommt. Okay. Nachdem wir jetzt über Routen und Rollen gesprochen haben, soll ich dir als nächstes mal Köder vorstellen. Und ich habe hier einfach meine Auswahl von drei Ködern mitgebracht. Hier habe ich mal so einen Savage. Und dieser Köder imitiert jetzt einen Papageientaucher. Ich denke mal unschwer zu erkennen. Von der Farbgestaltung her und auch von der Qualität her ein sehr schöner und hochwertiger Köder. Und funktioniert auch sehr gut auf Halbboot. Der zweite Köder, den ich zeigen möchte, ist ein Räuberjig. So. Ja, ich glaube, den Fisch, den der darstellen soll, kann man sehr gut sehen. Ja, es ist ein Seelachs- oder Köderimitat.
und kommt dem natürlichen Farbbild schon sehr nah. Auch hier natürlich hochwertiger Köder, sehr gute Farbe, auch extrem fängig. Und wenn ich mal diese beiden Köder habe, wenn man mal guckt, was unterscheidet die denn eigentlich? Da kann man halt sehen, der eine Köder hat den unteren Hand haken, während der Savage zum Beispiel den Haken oben hat. Und das ist auch wieder so eine Glaubensfrage, was ist jetzt hier besser? Also der untere Köder, sagen viele, hat den Nachteil, wenn man den auf den Grund runterfällt, also beim ersten Ablassen, dass er sich hier unten verhaken kann. Hat aber natürlich den Vorteil, dass er mehrere Anbissstellen bietet. Beim Savage ist es so, der hat eben den Haken unten nicht. Das hat dann den Vorteil, dass er sich unten nicht so verhaken kann, aber den Nachteil, dass er nur eine Anbissstelle hat. Die eine Anbissstelle allerdings wieder den Vorteil hat, wenn man den Fisch releasen will, dass man nur eine Hakenflunke hat hier, statt hier mehrere, die sich im Fisch verhaken können. Okay. So. Der letzte Köder, den ich jetzt hier mal zeigen möchte, das ist ein System. In dem Fall ist es das Quite-Killer-System. Und hier ist es so, dass man variabel ist. Man hat also einen Jig-Kopf vorne, an denen man entweder Naturköder aufsetzen kann, also ganze Fische, oder aber auch Gummi aufsetzen. In dem Fall ist es jetzt die obere Haltung zur Befestigung eines Naturköders, eines Fisches. Den kann man nämlich hier oben jetzt fixieren. Man hat die Möglichkeit, dann vorne und hinten den Köderfisch zu fixieren und kann den Köder so führen. Okay. So, jetzt sind wir fast durch. Fehlen natürlich noch zwei Sachen, die man unbedingt braucht. Das erste, was wir brauchen, ist da fangen wir mal hiermit an. Das erste, was wir brauchen, ist oder empfehlen würden, ist ein Harness. Der hat den Vorteil, dass man hier, das sieht man, möchte ich gleich mal zeigen, so, hier kann man also jetzt eine Rute einführen, ja, und hat einen Halt und kann die ganz gut führen. Das alleine hilft einem ein bisschen bei der Führung, aber ich hatte ja gesagt, es gibt noch einen zweiten Halt und das zweite, das ist jetzt die Kombination aus beiden. Das ist der Harness. Sieht im ersten Moment vielleicht etwas wild aus, aber ich will das mal kurz demonstrieren. Also man ist wieder eingeklinkt und jetzt hat man eben zusätzlich die Möglichkeit, sich in die Rolle einzuhaken. Muss natürlich jetzt auch angepasst sein auf die Kombo, ist in dem Fall jetzt nicht gerade ganz optimal, aber egal, zum Zeigen reicht es. Kann ich meine Arme frei halten und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, tatsächlich aus dem Rücken heraus den Fisch zu pumpen. Ja, und wie man sieht, macht die Kombo jetzt tatsächlich schon diese Bewegung mit. Und das hilft natürlich ungemein, wenn man jetzt mal einen langen Drill hat, dass man eben zusätzliche Kräfte hat und auch mal die Arme etwas entlasten kann, weil die Kombo fixiert ist und auch der Fisch nicht zu sehr dann an dem Gerät zerren kann. Sind wir schon sehr weit gekommen und das letzte, was uns eigentlich noch fehlt, um den Reigen hier komplett zu machen, ist die Möglichkeit, den Haibut letztlich zu landen. Das hier ist ein sogenanntes Flying Guff. So ein Flying Guff hat den Vorteil, dass man
es hier im Hintergrund befestigen kann, zum Beispiel, wie man hier sieht, mit einer Schnur an der Reling vom Rohr zum Beispiel. Man kann den Fisch gaffen. Ja. Die Zusatz-Sicherungsleine hält den Fisch auch fest am Boot, falls man vielleicht mal das Gaff aus der Hand gleiten sollte, und schützt natürlich auch vor Verlust des Gerätes. Und man hat die Möglichkeit, den Fisch jetzt so an Bord zu ziehen. Okay. Das nächste, was man kennt sicherlich noch, das ist die Harpune. Ja, was gibt es bei der Harpune zu beachten? Bei der Harpune kann man eine Sache wirklich völlig falsch machen. Und zwar, dieser Stiel hier, der kann zu kurz sein. Warum? Ich ziehe mal die Spitze ab. Diese Harpune wird ja eingesetzt, um durch den Fisch hindurch zu stechen. Und wie man jetzt schon sieht, wenn ich den Winkel jetzt schon schräg wähle, ja, und durch den Fisch durchstechen will, und es ist wirklich ein dicker Fisch, und diese Spitze ist zu klein, dann kann es mir passieren, dass der Fisch sozusagen, also dass man hier oben anschlägt. Und die Spitze, die ich jetzt hier abgezogen habe, ich drehe mal um, noch gar nicht auf der anderen Seite herausgekommen ist. Denn das ist die Aufgabe. Die Spitze, wenn das jetzt hier der Fisch ist, muss auf der anderen Seite ankommen. Und wenn man dann auf der anderen Seite rauskommt, dann fällt die Spitze draußen ab und legt sich quer. Und so kann man dann praktisch ziehen. Das ist der Effekt. Und wenn man das nicht gewährleisten kann, dann funktioniert das Ganze eben nicht. Okay, jetzt kommen wir noch zum letzten. Man möchte natürlich auch nicht jeden Fisch unbedingt fangen und mitnehmen, sondern man möchte Fische auch releasen, und dazu kann man eben eine solche Halibutschlinge benutzen. Hier sieht man das ganz gut. Wenn diese Schlinge auslöst, dann hat man hier die Schwanzflosse fixiert und kann den Fisch sicher landen. Ja, das von meiner Seite ist mal so eine Zusammenfassung der Gerätschaften. Im Hintergrund ist übrigens das Boot, was wir gleich benutzen werden, vorbeigefahren. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Und ich hoffe, wir können das Ganze, was ihr jetzt gerade gesehen habt, draußen einsetzen. Und ihr seht das im Video und könnt das vielleicht ein bisschen besser einschätzen. Okay.